Ich dachte, ich habe jetzt noch so ein paar Sekunden, um irgendwie nochmal so richtig wach zu werden mit noch so ein bisschen irgendwie Senfikon-Adrenalin, aber ist nicht. Okay, dann auch guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wach seid oder zumindest so tut. Es gibt ja draußen Kaffee. Manu, möchtest du diese Banane noch haben? Ich weiß gar nicht, ob ich mit Manu schon so viel über Quote diskutiert habe oder ob das noch Bestechung ist. So, ich nehme mal das hier. Also, wer von mir heute erwartet, wahnsinnig viele Argumente für die Quote zu hören, den werde ich gleich enttäuschen. Wie mein Vortrag heißt, steht da ja. Ich habe diese Challenge accepted ein bisschen wörtlich genommen, der Open Mind, und möchte heute eigentlich hauptsächlich Gegenargumente widerlegen oder mindestens diskutieren. Ich behaupte aber widerlegen. Einmal ganz kurz zu den Pro-Argumenten. Ich denke, wir haben hier wahrscheinlich einen irgendwie gemischten Wissensstand irgendwie im Auditorium. Es gibt ganz viele Argumente, es gibt irgendwie Studien, dass diverse Managementgremien Unternehmen erfolgreicher machen, wenn wir jetzt auf der Unternehmensseite sind. Es gibt, es gibt ganz, ganz viele, ich würde sagen, Verkaufsargumente. Für mich gibt es nur ein einziges wirkliches Argument pro Quote. Das ist einfach schlicht und ergreifend Gerechtigkeit. Ich werde euch jetzt in den nächsten paar Folien ein paar Zahlen, Daten, Fakten zeigen, damit wir ungefähr auf einem ähnlichen Wissensstand sind. Und dann seid hoffentlich ihr wach genug, um mir ein paar Gegenargumente zu liefern, die ihr selber gut findet, die ihr selber bringt, die ihr durch Diskussionen kennt, die ihr auch wirklich überzeugend findet. Und dann werden wir sie hoffentlich alle widerlegen. So, Quote ist nicht gleich Quote. Dieses Thema ist ja jetzt auch schon ziemlich lange in der Diskussion. Ich habe nochmal alte Blogposts ausgegraben und bin erstaunt, wie aktuell die alle immer noch sind. Lena Rohrbach hat zum Beispiel auch einen ganz tollen dazu geschrieben, in 2010 oder 11 schon, den eigentlich man heute einfach genauso nochmal retweeten könnte. Es gibt ganz viel Missverständnis, wenn man über Quote redet, und es ist immer sehr pauschal. Also Quote ist so ein Thema, das irgendwie, warum auch immer, weil eigentlich Quote mathematisch, sollte man meinen, ist irgendwie trocken. Nee, ist es nicht. Offensichtlich hat da jeder eine Meinung dazu, egal was er davon schon mal irgendwo gehört oder gelesen hat. Es ist offensichtlich ein sehr emotionales Thema. Deswegen hier erstmal so ein paar Eckpunkte, worüber müssen wir denn eigentlich reden, wenn wir über Quote reden. Erstens mal müssen wir gucken, wofür soll diese Quote gelten, über die wir gerade diskutieren. Diskutieren wir pauschal alle Quoten immer und überall, macht nicht so viel Sinn, weil dann können wir irgendwie auch die Milchquoten europäischen Bauern, was auch immer. Also sind wir wahrscheinlich bei Geschlechterquoten. Dann ist aber schon auch wichtig, geht dieser Laserpointer? Zu gucken, für welche Gremien oder für welche Bereiche soll die denn eigentlich gelten. Weil da gibt es irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche juristische Rahmenbedingungen, ob ich jetzt zum Beispiel über Aufsichtsräte in DAX-Konzernen oder über generell alle Professoren in öffentlichen Hochschulen rede. Punkt 1. Zweiter Punkt, die Ausgestaltung. Was soll das eigentlich für eine Art Quote sein? Will ich ein festes Gesetz einführen? Will ich Sanktionen einführen? Will ich eine Soll-Vorgabe machen? Will ich ein, es wäre irgendwie schön, wenn wir das hinkriegen? Das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt, der vielleicht für viele an erster Stelle steht, ist, wie hoch soll denn diese Quote sein? Was ist eine gute Quote? Was ist irgendwie noch eine machbare Quote? Ist gerecht wirklich 50-50? Ist gerecht vielleicht auch schon 40-60? Oder ist 30-70 erstmal anfangen? Oder mache ich irgendwie 30, 60 plus X, gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten hier. Sanktionen hatte ich gerade schon bei der Ausgestaltung mit angesprochen, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann ganz viele tolle Wünsch-dir-was-Regeln einführen, wenn es keinerlei Mechanismen zur Nachhaltung und zur Überprüfung und dann auch ja, ganz plump zur Gestaltung gibt, zur Gestaltung und zur Bestrafung, dann ja, sind die halt Wünsch-dir-was. Genau, und auch hier noch im Rahmen der Ausgestaltung, wie schnell soll denn so eine Quote umgesetzt werden? Also eins, ich greife jetzt schon mal eins vorweg, es gibt aber so viele, ich greife mal eins vorweg, ein schönes Antiquotenargument, wie soll denn das funktionieren? Wir können ja nicht von heute auf morgen irgendwie die Hälfte der Männer kündigen und dafür Frauen einstellen. Kein realistisches Quotengesetz hat einen Zeitrahmen von heute auf morgen, sondern die sind alle in mehreren Jahren, teilweise sogar Dekaden. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, über den man diskutieren muss. Es geht also nicht nur Quote ja oder nein, ist ein bisschen arg zu allgemein. Gut,
Einmal weiter, einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Punkte für mich und ich glaube auch gerade so im Piratenkontext ist, es ist keine Frauenquote. Auch wenn es medial meistens als Frauenquote verkauft wird und natürlich de facto in den meisten Gremien momentan dazu dienen würde, Frauen reinzubringen, gibt es, also ich kenne kein Gesetzesvorhaben, das sich konkret auf Frauen bezieht. Die gehen alle von Geschlechtergerechtigkeit aus. Und das finde ich ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt mitunter vielleicht auch Gremien, wo es genau andersrum ist und Ziel ist nicht Frauen an die Macht, feministische Weltherrschaft, was auch immer. Das sagen sie alle, genau, aber deswegen kann man sich einfach diese Gesetzestexte angucken. Das ist zum Beispiel der, den der Bundesrat im September beschlossen hat, der Bundestag dann leider wieder gekippt hat, komme ich auch noch gleich mal dazu, in dem einfach ganz eindeutig drinsteht, beide Geschlechter. Und auch hier in der Ausgestaltung, bei einem Aufsichtsrat von 3, 4, 5 oder 6 Mitgliedern, müssen Frauen und Männer jeweils mit mindestens einem Mitglied vertreten sein. Da kann man sich jetzt noch dran stören, dass es diese binäre Geschlechterstruktur von Frauen oder Männern ist. Aber ich würde sagen, zum Status quo ist es schon mal ein guter Schritt weiter. Und wie gesagt, es geht hier nicht um eine Frauenquote, sondern um eine Geschlechterquote. Wenn wir über Quote diskutieren, kommt ja oft das Beispiel Norwegen. Norwegen, Norwegen, Norwegen. Norwegen ist lange kein Einzelfall mehr. Wie wir hier sehen, das ist ein Vergleich europäischer Länder, wo es schon Quoten gibt, wofür es Quoten gibt. Hier ist es Privatwirtschaft, also Unternehmen, Aufsichtsräte, Vorstände. Man muss wissen, dass das deutsche System von Aufsichtsrat und Vorstand nicht die Norm ist. Es gibt unterschiedliche Systeme für börsengelistete Unternehmen in quasi jedem Land. Es gibt manchmal 2 Gremien, es gibt manchmal 1 Gremien, die unterschiedliche Aufgaben haben. Deswegen steht hier monistisches Boardsystem. Also da gibt es eben nicht diese Zweitrennung. Und hier in Frankreich haben wir zum Beispiel genau das, wie ähnlich wie in Deutschland, Aufsichtsräte und Vorstände. Also wir sind hier jetzt momentan bei so 7 Ländern, die tatsächlich schon fixe Quotenregelungen haben und in diversen anderen werden sie diskutiert. Spanien gehört jetzt zu den Ländern, die nicht unbedingt gerade so wahnsinnig gut dastehen in Sachen Krise, aber ansonsten glaube ich, kann man sagen, keines dieser Länder musste bisher irgendwie Insolvenz anmelden und Staatsbankrott gehen, weil sie Quote eingeführt haben. Im Gegenteil. Ich sag dir, sie stehen nicht unbedingt gut da, aber ich glaube, keines dieser... Das ist vollkommen okay, weil ich möchte auch gerne diese Argumente mit einbeziehen. Das war kein Argument. Das ist schön, dass du das schon erkannt hast. Gut. Wenn wir uns einen anderen Bereich angucken, Parteien. Auch da sind Quotenregelungen kein Neuland. Auch für die Union nicht. Ich habe hier mal die 4 Parteien, die eine mehr oder weniger fixe Quotenregelung haben. Da kann man sich das sehr schön anschauen. Die Grünen machen es seit 86 und zwar hardcore konsequent. Da wird auf den ersten Platz, egal für was, eine Frau gewählt und dann wird abwechselnd gewählt. Wenn ein Platz nicht besetzt werden kann mit einer Frau oder einem Mann, wenn es mal umgekehrt sein sollte, dann bleibt dieser Platz leer und Neuwahlen sind jederzeit möglich. Ähnlich konsequent ist die Linke, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, muss ich gestehen. Die schreiben sogar mindestens 50%, was ich sehr spannend finde. Bitte? Man wirft denen ja immer vor, dass sie es mit Zahlen nicht so haben. Die Linke hat tatsächlich eine Frauenquote. Steht hier auch Plätze an Frau. Auch 1-2, ähnlich konsequent. Die SPD, zwar auch schon ähnlich lange mit einer Regelung wie die Grünen dabei, allerdings ein bisschen weicher. Erstens sind 40%, zweitens galt die ganz lange nur für Gremien und Delegationen und Mina der Expert, aber soweit ich weiß, 2011 der Parteitag, wo tatsächlich das erste Mal der Reißverschluss beschlossen wurde. Also nicht, wir nehmen irgendwie auf die 60 Top-Plätze Männer und dann vergeben wir halt den Rest noch an Frauen, sondern jetzt ist es wirklich alternierend. Ist aber erst seit 2011 und auch, dass es für Listen gilt, ist auch erst seit 2011. Ja, ein schönes Beispiel für eine Wünsch-dir-was-Quote ist die CDU, die sich zwar auch schon 96 zu einer Quorumsregelung, wie sie es nennen, durchgerungen hat, die aber eben genau heißt,
wäre schon schön, wenn 30% Frauen wären. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen in einem Wahlgang. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann machen wir den Wahlgang nochmal. Aber wenn wir es dann nicht hinkriegen, dann passt schon. Bitte? Kann man nichts machen, genau. Ist ein herrliches Beispiel für, ja, wünsch dir was. Und wir haben hier eine Regelung, steht ja in der Satzung, ja, hilft halt nicht immer für alles. Das sieht man sehr schön in den Verteilungen der Geschlechter. Auch hier liegt ein binäres Geschlechterverhältnis, weil das halt das ist, was man in Statistiken findet, zugrunde. Ich glaube, die Zahlen sind schwer lesbar, aber ihr seht hier in der oberen Grafik geht es um die Abgeordneten im Bundestag und in der unteren Grafik geht es um Mitglieder. Und offensichtlich hilft so eine Quotenregelung doch, die Verteilung in beiden Bereichen deutlich zu verändern. Also wenn Sie angucken, ich lese mal hier so die Großen, also die Grünen haben unter den MdB 56%, also deutlich über die Hälfte Frauen. Die Linke kommt auf knapp 50%, SPD bei 35% und dann geht es steil bergab. Und bei den Mitgliedern sieht spannenderweise das Verhältnis ähnlich aus, obwohl es natürlich, also ich weiß nicht, ich hoffe, es ist für euch alle natürlich und logisch, keine Quote für Mitglieder gibt. Es gab in der Kegelclub-Umfrage einmal den schönen Vorschlag, doch eine Quote für Mitglieder einzuführen. Jeder männliche Pirateninteressent, der eintreten will, darf nur eintreten, wenn er 5 Frauen mitbringt. Es fällt unter kreative Vorschläge. Genau, aber einmal nochmal hier kurz zurück, so der Vergleich, die Quoten und die Höhen und dann die Konsequenzen. Ich würde sagen, da sieht man schon einen eindeutigen Zusammenhang und eine Wirksamkeit. Ich habe hier hinten noch einen Balken hinzugefügt. Piraten, wir erheben ja keine Geschlechter. Wir haben das mal aus unterschiedlichen Quellen versucht, uns anzunähern und kommen so auf um die 18%. Also ja, nicht so glorreich. Jetzt nochmal in die Unternehmensperspektive. Da gibt es durchaus auch Unternehmen, die sich freiwillig eine Quotenregelung anschaffen. Und zwar auch schon vor der Flexi-Quote, auf die ich gleich auch nochmal eingehe. Ihr lenkt mich ab mit eurem Gezappel hier. Aber I guess it's good. Also einmal die Telekom, die damit ja auch ganz, ganz viel Marketing gemacht haben, natürlich. Also sage ich wieder Verkaufsargumente. Gerechtigkeit ist für mich das eine und das Hauptargument, aber ich sage nicht, dass es nicht noch irgendwie positive Nebeneffekte haben kann. Wenn die das machen und die setzen es tatsächlich konsequent um, dann finde ich es fair enough, dass sie da irgendwie mit ihrem Personalmarketing auch ein bisschen weiterkommen. Allianz hat eine ähnliche Regelung, also auch diese 30% Women Management Positions, allerdings beziehen sie sich jetzt erstmal nur auf Germany, aber ist ja ein guter Anfang. Man muss natürlich sagen, so eine Regelung, die sich ein Unternehmen selbst gibt, auch wenn die das verbindlich machen und ihre Zielvorgaben schreiben, ist es immer noch was anderes als ein Gesetz. Denn ein Unternehmen kann seine eigenen Regeln deutlich schneller und einfacher ändern, als sie Gesetze von außen ändern können. Das ist, ja, also ich könnte auch als Unternehmen mich verpflichten, 5% meiner Gewinne jedes Jahr zu spenden, was total super und toll wäre. Und da könnten auch alle dran glauben. Trotzdem könnte irgendwie das nächste Management-Riege kommen und sagen, nee, wir schaffen das wieder ab. Ja, einmal noch mal kurz so zum aktuellen Stand der gesetzlichen Debatte. Das sind jetzt die, ich habe mal so ein paar Eckdaten rausgegriffen, die sich eben auf Gesetzesvorhaben beziehen. Dieses Bundesratgesetz, das war das, wo ich vorhin den Ausschnitt euch gezeigt habe, wo es eben um beide Geschlechter ging, die aber eben leider dann im April im Bundestag nicht durchgekommen ist. Da gab es ein großes Hickhack, auch mit den Unionsfrauen teilweise. Dazwischen lag, oder eigentlich auch schon ging sehr lange, Vivian Reding auf EU-Ebene setzt sich ja seit Jahren ganz, ganz stark für eine Quotenregelung ein. Und es gab dann eben im November letzten Jahres auch diesen Beschluss, dass eine verbindliche Quote her muss. Allerdings ist es jetzt erstmal der Vorschlag der Kommission, der eben abgestimmt werden muss. Ich springe hier so ein bisschen, weil die jetzt nach Datum sortiert sind und die EU taucht nächstes Mal hier auf. Dieser Vorschlag wird im Oktober neu abgestimmt. Deutschland hat aus meiner Sicht eine sehr rühmliche, ironisch, Rolle eingenommen und Verbündete organisiert, das zu blockieren. Mit dem Argument, dass es nicht EU der Dings der Zuständigkeit wäre, das zu regeln.
können wir nachher nochmal diskutieren. Genau, und diese Entscheidung hängt dementsprechend auch von den Stimmen Deutschlands ab, ob wir dann nach der nächsten Wahl eine quotenfreundliche oder quotenfeindliche Regierung haben. Dazwischen sind noch ein paar andere Sachen passiert, zum Beispiel Hamburg hat eine Quotenregelung beschlossen für alle Unternehmen, bei der oder alle Gremien, bei der der Senat Mitsprache hat. Ähnlich Brandenburg. Brandenburg ist sogar noch ein bisschen weiter gegangen für alle öffentlichen Unternehmen und auch alle mit öffentlicher Beteiligung. Ich finde es ganz spannend, weil eigentlich sind ja, also gerade die EU-Gesetzgebung wird total heiß diskutiert und dann gibt es im Fokus immer irgendwie so ein, ja, ich bin jung und hübsch und brauche keine Quote und ich bin gegen die EU. Ne, ne. Also gibt es eigentlich einen großen Aufruhr und diese Landesgesetze sind aber relativ ja, still und heimlich einfach so durchgegangen. Da gab es also irgendwie keinen großen Furor. Genau, Bundestag ist mal durch. Ja, so viel zu den Daten und Fakten. Noch ein bisschen mehr Zahlen. Achtung, es wird unübersichtlich. Einmal die Verteilungen sich anzugucken. Ich erkläre das ein bisschen. Also, wir haben hier den großen Balken, mit der quasi die Besetzung der Gremien ist, der Top-Gremien in den Top 100 Unternehmen in dem jeweiligen Land. Das hellere Grau sind die Männer in diesem Gremium und das kleinere Grau sind die Frauen in diesen Gremien. Das hier ist Norwegen. Da haben wir die 40% plus X. Das rot umrandet ist Deutschland. Diese kleinen Dreiecke hier drin symbolisieren den Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen generell. Also, um das mal für Deutschland zu lesen, insgesamt Anteil der erwerbstätigen Frauen unter allen Erwerbstätigen liegt bei knapp 50%. Frauen in Top-Führungspositionen sind 16%. Und dann haben wir hier noch diesen Strich, der den Frauenanteil unter den Hochschulabschlüssen, also hier ist es tertiäre Bildungssektor, angibt, der in Deutschland bei über 50% liegt. Was für mich dieses Gerechtigkeitsargument ganz drastisch aufzeigt, weil hier ist halt irgendwie so eine massive Lücke. Und diese Lücke lässt sich, glaube ich, auch nicht einfach nur mit die wollen halt nicht erklären. So, noch ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten. Man kann so schöne Extrapolationen machen. Es gab ja so im Hintergrund dieser Flexiquotenregelung, es gab ja vor 10 Jahren schon mal eine Selbstverpflichtung der großen Konzerne. Ergebnis quasi null. Ich habe jetzt hier mal zwei da Zahlenpunkte vom Statistischen Bundesamt rausgegriffen, einmal 1996 und einmal 2010. Frauen in ersten Führungsebene, obwohl sich das jetzt nicht nur auf DAX, sondern auf generell, auf Gesamtdeutschland, also eine Hochrechnung bezieht. Wenn man das jetzt also extrapoliert, kann man sagen, es dauert noch ungefähr 30 bis 40 Jahre, bis wir ungefähr bei einem Frauenanteil von 40% sind. Man kann eine andere Zahl nehmen, dann kommt man auf 70 Jahre. Auf weniger kommt man selten, außer man nimmt irgendwie, man guckt sich das Datum einer Berufung an und nimmt dann den Teil von gestern auf heute. Ich finde, das ist zu lang. Also wenn wir sagen müssten, naja, wartet nur, das Internet bleibt schon frei, wir müssen einfach jetzt mal 50 Jahre durchhalten, dann haben die kapiert, dass diese ganzen Regeln nichts bringen. Ich glaube, da gäbe es hier auch einen großen Aufschrei. Es gibt ganz spannende Befragungen, die man sich angucken kann, wenn man Menschen in Deutschland fragt, ob sie es gut fänden, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind. Dann sagen zwischen 70% und 85% ja. Und nur relativ wenige, nee, finde ich nicht wichtig. Also die sagen auch nicht, nein, da sollen keine Frauen rein, sondern sagen, nee, ist mir nicht wichtig. Wenn man sie dann aber fragt, sollen wir eine Frauenquote einführen? Hier war die Fragestellung tatsächlich Frauenquote, deswegen wiederhole ich sie so. Dann sieht das Bild irgendwie ganz anders aus. Dann ist es irgendwie so fast schon so ein 50-50. Wie sehr die Fragestellung damit einfließt, sieht man in der nächsten Grafik. Es gibt eine Studie, ja, das ist geclustert nach Alters. Nein, das ist nach Altersstufen. Bitte? Der Alex hat gefragt, ob das nach Männern und Frauen aufgeteilt ist. Es ist nicht, es waren unterschiedliche
Befragung, die ich jetzt einfach zusammengepackt habe. Hier ist es nach Altersklassen getrennt. Und es gibt diese Studie von der EU, ich lese mal vor, was da gefragt wurde. Einige europäische Länder, zum Beispiel Frankreich, Spanien, die Niederlande, Italien, Belgien und Norwegen, haben bereits gesetzliche Maßnahmen ergriffen, um ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in Aufsichtsräten von Unternehmen zu gewährleisten. Sind Sie für oder gegen ein solches Gesetz unter der Voraussetzung, dass die Befähigung berücksichtigt wird und dass nicht automatisch das ein oder andere Geschlecht bevorzugt wird? Ich finde diese Fragestellung sehr interessant, ich finde sie sehr lang für eine öffentliche Befragung und ich finde sehr spannend, dass sie zwei große Vorbehalte quasi schon vorwegnimmt. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum dieses Ergebnis hier doch sehr deutlich von dem, das wir auf deutscher Ebene gesehen haben, gerade abweicht. Dann nämlich dazu führt, dass 75% der Befragten für eine solche Regelung sind. Also spannend, wie gesagt, hier wird nicht erwähnt Frauenquote und hier wird vorweggenommen, es soll immer noch um Leistung gehen, es soll nicht um automatische Bevorzugung gehen. Ja, so, das waren die Zahlen, Daten, Fakten. Alex hat vorhin einen seiner Einwände schon als Nicht-Argument entlarvt. Ich möchte jetzt vor allem zu Antiquoten-Argumenten kommen. Die kann man ein bisschen unterteilen. Das sind jetzt keine wissenschaftlichen Kriterien, aber man kann grundsätzlich sagen, es gibt logische Argumente, die sagen, wenn ich gegen dies bin, dann muss ich auch gegen jenes sein, deshalb muss ich gegen Quote sein. Es gibt juristische Argumente, die sagen, das ist nicht mit dem und dem Gesetz vereinbar, das können wir das und deshalb nicht machen, das ist nicht legal. Es gibt Fakten als Argumente, in den und den Ländern ist es so und das ist alles schlecht und deswegen sollten wir das nicht tun. Dann gibt es, Nonsens-Argumente. Ich kann nicht an mich halten, ich habe ein so schönes gelesen. Wir wissen ja alle, dass Frauen tendenziell weniger verdienen als Männer. Wenn wir jetzt also uns eine Familie angucken und da übernimmt die Frau eine Führungsposition statt dem Mann, dann hat die Familie ja weniger Geld. Dann hat die auch weniger Geld für Kinderbetreuung. Deswegen ist Frauenquote schlecht für Kinder. Deswegen sollten wir Frauenquote. Es gibt Menschen, die solche Argumente im Internet aufführen. Das Internet hat immer recht. Ja, und dann gibt es natürlich schlussendlich, wie zu allen politischen Themen, gibt es einfach Meinungen. Meinungen kann man weder beweisen noch widerlegen. Deswegen nennen wir sie Meinungen. So, kurze, knappe Einführung, jetzt ihr. Ja, alles. Geht das an, ne? Alles gut. Also du hast das am Anfang auch schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, zu gucken, worüber man spricht. Und ich habe es für mich irgendwann mal so an der Metapher irgendwie mit Psychopharmaka klar gemacht oder vielleicht mit generellen Pharmaka. Also dass ich sage, okay, da ist zum Beispiel, hat jemand eine Depression, da will ich natürlich eine Psychotherapie für machen, aber es gibt eben Depressionen, die muss ich eben, die kann ich nicht mit einer reinen Gesprächstherapie, da muss ich halt pharmakologisch mit einem Antidepressivum sozusagen das durchbrechen, damit überhaupt meine leichteren Mittel drankommen. Aber das wiederum sind halt dann immer Einzelfallentscheidungen. Deswegen, also da hast du ja eben auch schon gesagt, die generelle Frage, wollen wir eine Quote für alles? So, die macht schon mal gar keinen Sinn. Richtig. Und dann ist halt die Frage, wie weit man dann runtergeht. Kann. Ob es ist irgendwie, man sagt, okay, alle DAX-Unternehmen sind sozusagen, um in der Metapher zu bleiben, depressiv, deswegen verordnen wir jetzt sozusagen irgendwie eine generelle Charge Psychopharmaka oder Antidepressiva an alle. Oder muss ich da vielleicht auch gucken, da läuft es gut, da läuft es nicht so gut, weil es eben, das wäre jetzt sozusagen die Begründung, so ein bisschen ja eine Ungleichbehandlung, eine bewusste erstmal schafft und vielleicht auch um das Gegenteil am Ende zu erreichen, aber das tue ich dann erstmal und die muss ich dann gut begründen, so wie wenn ich ein starkes Pharmakon irgendwie einsetze, dann muss das irgendeinen guten Grund haben. So. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben genau weiß, wovon man spricht und ich tendiere halt auch eben eher zu einem vorsichtigen Umgang. Ich sage eben nicht generell ist scheiße, Psychopharmaka sind scheiße, aber ganze Bevölkerungsabschnitte da irgendwie defaultmäßig mit zu versorgen, kann halt auch nach hinten losgehen. So.
Und damit kann ich es ja dann kaputt machen, sozusagen alles, was ein Gesetz ist, da sage ich ja, das ist ja jetzt eine generelle Verordnung für alle, um es jetzt mal so, und deswegen ist das nicht gut. Okay, dann kann ich aber auch sagen, du hast jetzt einen, der wirklich hardcore depressiv ist, der dringend Tabletten nehmen müsste, damit irgendwas passiert, und du sagst, ich leg sie dir mal hin, nimm halt, wenn du willst, und nimm irgendwie morgen zwei und übermorgen keine mehr. Also du hast ja auch eine ärztliche Verordnung, dann Medikamente zu nehmen, was aus meiner Sicht das Äquivalent eines Gesetzes wäre. Ja, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Alios. Ich frage mich, ob es tatsächlich sinntragend ist, sozusagen Gerechtigkeit zu verordnen. Also gesetzt den Fall, wir haben eine Quote, die wird auch eingehalten, so. Das ermöglicht dann, dann sieht alles irgendwie erstmal gerecht aus, weil wir haben ja dann ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, aber es ermöglicht eben gerade dann den Leuten, die das schon immer für eine blöde Idee hielten, dass Frauen irgendwie in hohen Führungsebenen sich aufhalten, zu sagen, ja, wir finden das ja selber doof, aber wir müssen ja. Also da entsteht zwar eine augenscheinliche Gerechtigkeit, aber keine gefühlte Gerechtigkeit. Weil's, und es ist besser, gar keine Gerechtigkeit zu haben? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das ein Argument gegen eine Geschlechterquote ist, weil es wäre natürlich besser, wenn Leute aus eigenem Antrieb erkennen würden, dass es tatsächlich auch was bringt, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu haben und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, ja, eigentlich finden wir das total doof und wir sehen auch überhaupt keine Vorteile, aber wir müssen ja. Moment, hier. Ich habe ein oh. Nee, das war jetzt nicht das. Ich hatte ein paar Argumente vorbereitet. Ich wollte kurz dazu noch was sagen, dann mache ich es ohne Folien. Das ist ein interessantes Argument, das ist auch meistens, das kommt, das ist ja sehr eng verwandt, wenn nicht genau das gleiche mit, wenn wir eine Quote einführen, vernachlässigen wir den kulturellen Wandel. Kannst du kurz nicken oder Kopfschütteln, wenn du sagst, es ist ungefähr in die Richtung? Okay, ein entschiedenes Jein. Zu sagen, es wäre schöner, wenn die selber bezeugt werden, klar, aber was geht wohl schneller? Eine große, breite Riege von ein paar tausend zu 99% weißen, gut studierten, aus der Mittelschicht stammenden Männern von einem Thema intrinsisch zu überzeugen und zu motivieren, es umzusetzen oder ihnen zu sagen, so, es gibt jetzt hier eine Regel und ihr haltet euch dran und darauf zu hoffen, dass vielleicht mit der Umsetzung dieser Regel auch die Einsicht kommt, ach, ich wollte eigentlich nie Schokoeis probieren, aber Schokoeis schmeckt ja doch nicht so schlecht. Also ich würde sagen, es ist kein valides Gegenargument. Natürlich ist es schöner, gewachsene, natürliche Gerechtigkeit zu haben, aber ich bin lieber für geforderte, kontrollierte Gerechtigkeit als gar keine. Okay, werf dir einfach mal einen oft gehörten Klassiker vor die Füße. Und zwar, wenn man eine Quote einführt, dann gibt es ja einen Zeitraum, in dem sie umgesetzt werden muss, in dem dann halt im Zweifel mehr Frauen eingestellt werden als vorher. Und in dem Zeitraum sind dann auf jeden Fall die Männer, die Abschluss machen und einen Job suchen, ja unfair benachteiligt, weil es eben diese Quote gibt und mehr Frauen eingestellt werden müssen, damit die erreicht wird. Also, ja, gerne gehört der Klassiker. Ja, sehr gerne. Also auch so dieses zugrunde liegende Quote diskriminiert halt andersrum. Und wenn wir gegen Diskriminierung sind, dürfen wir auch nicht gegen eine Quote sein. Das ist ein ganz klarer Fall. Das ist einfach, das ist kein logisches Argument, auch wenn es erst so scheint. Es ist ein Meinungsding. Das ist die Frage, bin ich der Meinung, dass es akzeptabel ist? Es ist immer dieser Aufwand, Eingriff und Nutzen. Bin ich der Meinung, dass es akzeptabel ist, gegebenenfalls, weil das ist zwangsläufig sein muss, ist überhaupt nicht belegt, weil es kann auch genug sein, dass es total fair läuft und dann einfach die Frauen, die besser ausgebildet sind, drankommen und die Männer, die schlechter sind, halt nicht. Aber zurück, bin ich der Meinung, dass es okay ist, Diskriminierung in einem kleineren Rahmen in Kauf zu nehmen, um Diskriminierung in einem großen Rahmen zu verändern. Das ist eine Meinungssache. Das ist keine Entscheidung, die man logisch, argumentativ oder juristisch belegen könnte. Das ist wirklich ein reines Meinungsthema und ja, Politik ist halt Meinung. Ist ein Abwägungsthema und eine Meinung, genau. Also es ist nichts, was man als valides Argument mit, ich habe bewiesen, du sagst, Diskriminierung ist schlecht, dann musst du auch gegen die Quote sein. Nee, das funktioniert so nicht.
Kann man sehr schön nachlesen, übrigens auch in Lenas Blog Wieder die Windmühlen. Ich verlinke das hier in den Folien und dann könnt ihr gucken. Ich weiß nicht, ob ich das vom Prinzip der Diskussion jetzt, ob ich dir jetzt zur Seite springen darf oder ob ich nur machen, was du trollen willst. Soll. Also ich wollte allgemein sagen, dass ich finde die Argumentation halt hinkend, wenn man immer von einem individuellen Level ausgeht, obwohl wir ja strukturell was ändern wollen. Also die Argumente kann man halt nicht miteinander vergleichen. Auch was mit eben das mit Psychopharmaka oder auch jetzt mit der Diskriminierung. Also jetzt wurden seit 100, wenn man jetzt die Arbeitswelt, die neuere Arbeitswelt seit 150 Jahren Frauen diskriminiert. Wenn dann vorübergehend für ein paar Monate Männer diskriminiert werden sollten, wo auch nicht unbedingt gesagt wird, ob das wirklich tatsächlich passiert, weil vielleicht gibt es ja tatsächlich Frauen, die besser sind. Es könnte ja vielleicht tatsächlich passieren, dass es Frauen gibt, die besser für Jobs geeignet sind als Männer. Haben wir eine ganz provokante These in den Raum gestellt. Dann glaube ich, dass das... dass diese Argumentationen einfach nur von daher rühren, dass man halt nicht bereit ist, die Privilegien abzugeben, die man jetzt schon gewohnt ist. Und von daher, finde ich, kann man diese ganzen Argumente einfach immer wegwischen. Weil, also man kann gegen strukturelle Änderungen nicht mit individuellen Personen argumentieren. Das ist Schwachsinn. Ich geb dir natürlich vollkommen recht, aber ich habe heute vor, tatsächlich auf Gegenargumente einzugehen und sie nicht nur wegzuwischen, auch wenn ich gestehen muss, dass es mir bei vielen Argumenten schwer gefallen ist, die auch nur aufzuschreiben, weil sie einfach auch schon so repetitiv sind. Ich komme hier leider, Sepp, vielleicht kannst du mal gucken, ich komme nicht in die Ansicht, wo ich alle Folien sehe und dann gezielt welche rauspicken kann. Der macht irgendwie nur noch Präsentationsmodus. Aber bis dahin höre ich mir sehr, sehr gerne weitere Gegenargumente an. Dann habe ich noch eins gehört in der Diskussion, und zwar ging es darum, dass man sich explizit gegen gesetzliche Quoten ausspricht, mit der Begründung, dass das prinzipiell gegen den Artikel 3 Grundgesetz, also gegen die Verfassung, verstoßen würde. Ich zitiere bloß kurz den wichtigen Absatz, der hat, also ich fasse den kurz zusammen. Niemand darf, ich habe ihn hier auf der Folie. Genau. Aber okay, dann kann man das lesen, okay. Ja. Da würde mich mal die Gegenargumentation sehr interessieren. Was sie da finden, da. Jetzt hier. Nee, das ist ein Sepp-Bildschirm, was du hattest. Hier, also das ist der Artikel 3 Grundgesetz. Das ist auch, wie du sagst, das ist eins der klassischen Argumente. Und es ist natürlich in der Diskussion, wenn jemand kommt mit Grundgesetz, ist es so ein bisschen so ein Diskussionsstoppschild, weil niemand möchte gegen das Grundgesetz argumentieren. Ja? Wollt's noch? Ich finde einen Satz, der sehr wichtig ist, da steht halt explizit drin, Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechtes bevorzugt oder benachteiligt werden, explizit, den sehe ich da nicht deswegen. Das ist der dritte, ja, das stimmt. Allerdings, der relevante ist tatsächlich der hier. Und es gibt da sehr, sehr schöne Gutachten von Juristinnen und Juristen. Ich habe euch hier mal drei aufgeführt, fast schon von 1988. Man muss wissen, diese Anfügungen, zwei, also gerade dieser Nachsatz und was du gerade gesagt hast, niemand darf aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht benachteiligt oder bevorzugt werden. Diese Änderungen sind von 94 und auch schon davor, also ohne diese Zusätze, gibt es ausführliche Argumentationen, aber eben auch neuere. Papier, ehemaliger Vorsitzender des Bundesgerichtshofs und noch eine andere Juristin, Brosius Gestorf, schreiben ganz ausführliche Stellungnahmen dazu, die natürlich sagen, auch das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Man kann auf keinen Fall sagen, dass eine Quotenregelung nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dieses Argument ist juristisch nicht haltbar. Es ist auch da immer gesetzestechnisch eine Abwägung, aber alle diese Gutachten, und weder Lena noch ich haben ein juristisches Gegengutachten gefunden, sagen, dass Quote prinzipiell vereinbar ist, weil eben hier dieser Punkt wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und eine Quotenregelung, alle Quotenregelungen beziehen mit ein, dass bei gleicher Leistung so lange Frauen eingestellt werden sollen, bis ein ausgeglichenes Verhältnis erreicht wird. Da wird niemand aufgrund seines Geschlechtes bevorzugt, sondern da wird sichergestellt, dass niemand aufgrund seines Geschlechtes benachteiligt wird, sondern bei beiden Geschlechtern die Qualifikation betrachtet wird. Deswegen, also dieses Grundgesetzargument ist ein sehr pauschales und gilt. Und ich möchte noch einen Nachsatz machen. Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt. Also Gesetze werden, also weder wortwörtlich noch im übertragenen Sinne, Gesetze werden demokratisch beschlossen.
und Gesetze werden auch wieder geändert. Also irgendwie sowas wie, ja, ich bin jetzt irgendwie in diesem Thema drin, dass Frauen selbstständig entscheiden dürfen, ob sie einen Job annehmen oder nicht. Wir hatten auch mal ein Gesetz, das das verbietet, haben wir wieder geändert. Also Gesetze sind nicht für immer fix und nur, in Anführungszeichen nur, weil sich Gesetze vielleicht manchmal widersprechen, heißt es nicht, dass es prinzipiell unmöglich ist. Ein anderes analoges Gesetzespunkt ist noch, ein analoger juristischer Punkt ist, das greift in die Freiheit der Unternehmen ein. Also es widerspricht zum Beispiel dem Aktiengesetz, dass Unternehmen selber ihre Vorstände berufen dürfen und selber entscheiden dürfen. Man sagt, man darf nicht in die Freiheit der Unternehmen eingreifen, die ist gesetzlich gesichert. Ja, dann frage ich mich, wie greifen wir, mit welcher Rechtfertigung greifen wir in die Freiheit der Unternehmen ein, ihnen Teil ihres Gewinnes in Form von Steuern wegzunehmen? Also auch hier wieder der Punkt, Gesetze sind halt das, was wir alle beschließen. Ja, weiter, bitte. Ich wollte noch was zu sagen zu dem Argument, dass es schöner wäre, wenn die Leute das selber einsehen würden und dass man keine Gesetze brauchen würde. Das kann man prinzipiell gegen jedes Gesetz einführen. Es wäre natürlich viel schöner, wenn alle Menschen ohne Gesetze immer gut und friedlich und miteinander zusammenleben. Ob das real ist, kann man sich angucken an der realen Gesellschaft, wie sie ist. Und das sollte eigentlich jedem, der nachdenkt, sehen, was von so einem Argument zu halten ist. Ja, danke. Hi. Ich mache das mit der Machbarkeitsfrage. Aber du gerade erklärt hast, eben die Quote sagt, okay, bei gleicher Eignung wird eine Frau bevorzugt, zumindest jemand aus dem benachteiligten Geschlecht. So, und da gucke ich mir an, okay, aber im Unternehmen entscheidet der Chef, wer geeignet ist. Und dann habe ich das Problem, gut, wie kontrolliere ich das? Weil dann kann der Chef immer noch sagen, der Typ ist aber besser geeignet. Ja, hier, das Leistungsargument. Ja, das kann der Chef so lange machen, bis er wieder einen rein männlichen Vorstand hat und wenn wir dann ein Quotengesetz hätten, dann nachweisen muss, warum das denn wirklich so war und warum die letzten 20 Kandidatinnen, die er sich angeguckt hat, alle schlechter waren. Und dann kommt er ziemlich sicher in eine Bredouille. Weil es gibt nicht so wahnsinnig viele von diesen Jobs, auf die sich doch relativ viele Menschen bewerben. Und dann zu zeigen, dass wirklich alle Frauen, die er da irgendwie in Erwägung hätte ziehen können, nicht geeignet waren, wird schwierig. Das ist dann eben eine umgekehrte Beweispflicht. Das Unternehmen muss dann beweisen, wenn es die Quote nicht erreicht, dass es wirklich einfach überhaupt keine fähige Frau gibt. Ja, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr, also erstmal war ich bei Quote immer der Meinung, wie du eben schon sagtest, das regelt sich über die Zeit, die Gesellschaft wächst da dran und dank anderer politischer Kräfte sind wir da auf einem Weg. Jetzt bin ich seit einem Jahr in der Verlegenheit, dass ich schon mal diverse Vorstandssitzungen besuche, großer Unternehmen. Zuletzt war ich beim erschreckenden Beispiel zu dem Thema, wo eine große deutsche Versicherung und eine große deutsche Handwerkskammer zu einem Gespräch mit der Politik eingeladen haben. Da saßen etwa 80 Menschen an diesem gut ausgerüsteten Konferenztisch. Von denen waren zwei Frauen und auch nur deshalb, weil irgendein Idiot die in irgendeinen Landtag gewählt hat. Der Rest der Vertreter, der Vorstände und Geschäftsführer irgendwelcher Versicherungen oder Handwerksunternehmen oder Vertretungen waren alles Männer. Null Frauen. Nichts. Und das ist mir in ganz, ganz vielen Vorständen begegnet. Und das zeigt, dieses Wachsen der Gesellschaft funktioniert entweder nicht oder viel, viel zu langsam. Wenn ich mir dann anschaue, dass es beispielsweise in Unternehmen überhaupt kein Problem ist, für eine Quote zu sorgen bei Betriebsräten. Im Betriebsverfassungsgesetz gilt seit Jahren, dass das Minderheitengeschlecht mindestens anteilmäßig mit seiner prozentualen Vertretung auch im Betriebsrat vertreten sein muss. Und das ist überhaupt keine Diskussion. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn da 13 Leute im Betriebsrat sind, 60% der Angestellten sind Frauen, dann müssen 40% der Vertreter im Betriebsrat halt Männer sein. Und das ist kein Problem, das ist überhaupt keine Diskussion. Und genau so kann man das halt auch in Vorständen machen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Und wenn mir jetzt jemand sagt, es gibt nicht genug Frauen, die entsprechend qualifiziert sind,
dann lügt er erstens. Und zweitens wäre das ein Problem unseres Bildungssystems. Absolut richtig. Also ich habe die Folie hier aufgepunkt, weil es geht um diesen Machtfaktor. Deswegen ist es relativ einfach, sowas im Betriebsrat umzusetzen, wird aber umso schwieriger vorstellen. Da geht es um Privilegien, da geht es um Macht, da geht es um wahnsinnig viel Geld. Das ist ganz banal. Was du gerade angesprochen hast, da sitzen 80 Männer. Wem von euch ist das Wort homosozial nicht geläufig? Gut. Also die Psychologen sprechen von einer homosozialen Auswahl. Und zwar heißt das, ich mache es mal an einem Beispiel. Ich steige in einen Zug ein, da ist ein Abteil, da sitzen schon vier Leute drin und ich komme da rein und wir haben eine elendlange Zugfahrt und da sitzen irgendwie drei 80-jährige Rentner und da sitzt Julia. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Julia ein Gespräch anfange, ist ziemlich groß, weil ich aufgrund so, ich denke ungefähr mein Alter irgendwie, wahrscheinlich irgendwie auch Frau und spielt mit dem Handy, habe ich Anknüpfungspunkte. Wir haben irgendwie viel gemeinsam, deswegen ist sie vielleicht die bessere Gesprächspartnerin. Das ist genau der gleiche Mechanismus der Vorstands- oder auch Politikebene, egal überall, wo es um Personalauswahl geht. Alles, womit ich mich selber identifizieren kann, erachte ich implizit als besser und vor allem auch als das geringe Risiko. Da weiß ich, was auf mich zukommt. Deswegen bevorzuge ich die unbewusst einfach alle ein bisschen. Was totaler Quatsch ist, weil vielleicht ist Julia irgendwie die totale NPD-Anhängerin und weiß ich nicht. Und irgendwie diese drei Großväter haben irgendwie früher Computer programmiert und weiß ich nicht. Also ihr versteht das Argument und das ist einfach, das ist nichts, was absichtlich passiert, sondern es ist was, das unterbewusst, das automatisch abläuft. Deswegen diese, also man spricht auch von homosozialer Reproduktion. Ja, gleich und gleich gesellt sich gerne wäre die einfache Übersetzung. Das setzt sich halt so weit fort, bis man das aufbricht. Weiter. Ja, ich kann das hier kurz nochmal, wie gesagt, die Folie habe ich aufgelegt, weil du das Betriebsrat-Argument gebracht hast und das hier ist halt der ganz wichtige Punkt, Macht und gesellschaftlicher Einfluss. Es kommt ja auch oft das Argument, ja, wenn wir eine Quote für Vorstände haben, wo es wenig Frauen gibt, brauchen wir auch eine Quote für Grundschullehrer, weil da gibt es kaum Männer. Kann man diskutieren? Es wird oft als Anti-Argument verwendet, weil gesagt wird, da müssten wir die gesamte Gesellschaft quotieren und das geht ja wohl nicht. Und deswegen habe ich sie unter den Anti-Argumenten aufgeführt und gesagt, es ist eben wieder eine Abwägungssache, Kosten-Nutzen quasi und vor allem sind halt Quoten da, aus meiner Sicht gesetzlich sinnvoll, wo sie eine große Symbolwirkung und großen Einfluss auf Machtverhältnisse haben. Die Frage ist natürlich nein, du bist, glaube ich, nicht dran. Wer okay. ist denn dran? Ich würde mein Gegenargument vorstellen anhand eines Beispiels vom FZS, das ist der freie Zusammenschluss der Studierendenschaften. Und da gibt es im Vorstand eine Quote, eine 50-50-Quote und es gibt so eine Regelung, da heißt es, der Vorstand muss mindestens aus zwei Personen bestehen, kann aber auch aus mehreren oder bis zu sechs Personen bestehen. Nun war es bei der letzten Mitgliederversammlung so, dass es zwei männliche Bewerber gab und eine weibliche Bewerberin und das führte dazu, dass die hätten zwar alle drei das Quorum erreicht und die wären auch gewählt worden, hätte diese Position gekriegt. Aber da es dann eben diese ungerade Zahl gab, dass es halt drei Leute waren, konnte ein männlicher Kandidat, wurde halt einfach nicht gewählt, obwohl er eigentlich hätte gewählt werden können, aufgrund der Quote. Ja, also das, was Mina vorhin schon gesagt hat, ist immer sehr schwierig, Individualbeispiele zu verallgemeinern. In dem Fall würde ich sagen, habt ihr vielleicht einfach die Anreizfunktion einer solchen Regelung nicht genutzt, die dann nämlich einfach gießen hätte, zu gucken, welche fähigen Studentinnen gibt es denn noch, die vielleicht sich dieses Amt nicht unbedingt zutrauen oder nicht auf die Idee kommen oder was auch immer, die man irgendwie motivieren kann, dies doch auch noch zu machen. Ich meine, vier Leute im Vorstand wären bestimmt besser gewesen als zwei. Da einige jetzt hier so ein bisschen ungeduldig werden, ihr habt es vielleicht noch nicht gemerkt, wir haben hier eine Quote und zwar eine ErstrednerInnenquote und deshalb dauert es recht lange, bis man wieder drankommt, weil ich das sage. Du bist cool. Ich wollte noch zu dem Artikel 3, bla bla, es ist gegen die Verfassung, tralala, sowas sagen. Und zwar Artikel 3, es gibt eine schöne Initiative, die heißt auch tatsächlich Artikel 3 Plus.
der Artikel 3 ist ziemlich buggy. Da steht zum Beispiel nicht drin, dass man aufgrund seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität nicht diskriminiert werden darf. Ich persönlich bin ja sowieso dafür, dass man den ändern sollte und auch Männer und Frauen sind gleichberechtigt rausnehmen sollte und einfach Menschen sind gleichberechtigt dafür nehmen sollte, weil es einfach ein sehr binäres Geschlechtsbild ist und dass man aufgrund dieses Artikels, der eh schon so buggy ist und irgendwie so Sachen nicht mit drin hat und nicht vor Diskriminierung schützt, bei denen wir uns, glaube ich, alle darauf einigen können, dass man das dann als Argument ranzieht, finde ich einfach ein bisschen seltsam. Danke. Disclaimer, das ist keine Meinung, die ich, also das ist eine Meinung, die ich nicht mehr vertrete, aber ich möchte sie dir trotzdem mal vor die Füße werfen. Immer. Nämlich, ich will doch nicht gewählt oder eingestellt oder eingeladen werden, nur weil ich eine Frau bin, weil das Geschlecht soll doch egal sein. Moment. Ja, also hier so ein paar Gegenargumente. Eines, das ich tatsächlich irgendwie traurig finde, aber sehr wahr ist, es gibt dieses Vorurteil ja jetzt schon. Schönes Beispiel, vor zwei Jahren hat die Telekom eine Frau in den Vorstand berufen, die davor bei McKinsey, Claudia Nehmert, 15 Jahre IT- und Telekommunikationsberatung gemacht hat, die, soweit ich weiß, glaube ich, auch Ingenieurin ist. Also kaum eine, die diese Branche in ganz Europa besser kennt, haben die zum Vorstand gemacht. Und was titelt die FAZ? Telekom hat erste Quotenfrau. Also dieses Vorurteil gibt es auch ohne Quote. Also das wäre nicht nur ein Grund der Quote. Zweiter Punkt, dieses Vorurteil, eine Referent hat es mal sehr schön ausgebracht, Quotenfrau ist nichts anderes als der Whisky-Mann, also ob ich jetzt Vorstand werde, weil ich Best Buddy wäre, wenn es da irgendwelche Anrüchigkeiten gibt, dann muss ich mich entweder, beweise ich mich in meiner Leistung, in meinem Job, den ich gut mache und dann ist dieses Vorurteil auch ganz schnell weg oder ich kann mich nicht halten, dann liegt es aber nicht an dem Vorurteil, sondern dann liegt es daran, dass ich halt diesen Job nicht gut mache. Dann bin ich auch schnell weg, ganz genau. Hier dieser dritte Punkt, den finde ich, ist aus meiner Sicht das wichtigste Gegenargument. Eine Quote schafft halt Normalität. Ja, da hätten bestimmt die ersten 10, 20, 30 berufenen Frau-Vorstände müssten sich irgendwelche blöden Pressemitteilungen gefallen lassen oder irgendwelche blöden News-Schlagzeilen. Aber dann ist es irgendwann auch so normal, dann ist es irgendwie, also ja, spätestens bei der 6. wird es dann halt keine Spiegel-Online-Headline mehr, weil ist halt jetzt normal. Und dann, das ganz Wichtige, Julia hat gerade schon geschrien, ich bin gerne Quotenfrau, man sollte es doch den Frauen selber belassen. Ja, es gibt auch viele Frauen, die sagen, ich will aber dann nicht Quotenfrau werden. Ja, musst du ja nicht. Dann lass es halt, niemand wird dazu gezwungen. Weder Mann noch Frau noch irgendein anderer Mensch. Also deswegen ist so ein bisschen ein scheinheiliges Argument, wenn man sich damit so auf die Pseudo auf die Seite der Frauen stellt. Ihr wollt doch nicht als Frau, Quotenfrau abgestempelt werden. Als Frau das einfachste Gegenargument ist doch. Ja, es gibt noch ein Argument, das ich auch schon ein paar Mal gehört habe. Ich glaube, die zugehörige Folie war auch schon dran, aber es wurde nicht direkt mit dem Argument, deshalb will ich es nochmal wiederholen. Es geht so ungefähr, das ist ja jetzt dieses Frauenquotenaufsichtsräten, das ist ja jetzt das Anliegen einer ganz, ganz kleinen Elite und 99,9% aller Frauen haben doch eh ganz andere Probleme, als dass sie nicht in irgendeinem Aufsichtsrat sitzen. So ungefähr. Moment, da. Also ich habe immer nur so ein paar Stichpunkte, aber es hilft so ein bisschen, um sich dran festzuhalten und vielleicht wollt ihr euch alle dann noch die Folien runterladen, um in der nächsten Diskussion gewappnet zu sein. Es betrifft tatsächlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt unserer Gesellschaft. Aber auch ein Bundeskanzleramt betrifft personenmäßig nur einen sehr kleinen Bereich unserer Gesellschaft und hat irgendwie doch viel Macht und vor allem eine riesige Symbolfunktion. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste an der Quote. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Quotenregelung dazu führen würde, dass eben durch eine größere Beteiligung von auch Frauen in solchen Machtgremien Belange, die verstärkt oder momentan viel Frauen betreffen, dieses ganze Familienthema, auch wenn es schon fast ein Klischee ist, stärkere Berücksichtigung finden würde. Und einfach dadurch auch das, ich meine, die sitzen ja nicht nur im Vorstand und sind dann Vorstand, sondern die leiten Unternehmen. Unternehmen, in denen Tausende von Menschen aller möglicher Geschlechter arbeiten. Und dass da eben auch dann mehr Perspektiven berücksichtigt würden.
Und vor allem haben sie eine ganz große Vorbildfunktion. Also wenn mich mein kleiner Neffe fragt, ob er eigentlich auch Bundeskanzler werden kann, finde ich das total cool, weil es eben diesen Paradigmenwechsel so ein bisschen zeigt. Und wenn dann irgendwann auch alle Mädchen der Meinung sind, dass sie natürlich ganz genauso wie irgendwelche Jungs der neue Konzernchef von ich weiß nicht was werden können, insofern sie sowas schon kennen, finde ich super, finde ich wichtig. Ja, also ich glaube, das geht so hauptsächlich gegen die 50-50-Quote und das Argument ist, ja, das forciert doch dieses binäre Denken von binären Geschlechtersystemen. Also einmal schon, die Gesetze, die in Deutschland auf EU-Ebene diskutiert werden, sind meistens ein 40%-Ding, was ich ein faires Zugeständnis an Machbarkeit und Flexibilität etc. finde. Ja, es geht dann erstmal um Männer und Frauen als Unterscheidungskriterium. Ich halte es aber für mehr als legitim, dieses Kriterium heranzuziehen, um es mittelfristig eben nicht mehr zum Kriterium zu machen. Weil momentan ist der Fall, dass es ein so übermächtiges Kriterium ist, dass es fast niemand als solches bewusst ist. Es gibt eine ungeschriebene, aber verdammt harte Männerquote. Und dadurch, dass wir eine Geschlechterquote einführen, machen wir erstmal, also ziehen wir es auf die bewusste Ebene und sagen, guck mal da drauf. Um dann eben das mittelfristig nicht mehr als relevantes Kriterium zu sehen, sondern dann wirklich als auf Leistung zu gehen. Es gibt ein schönes Zitat von, habe ich schon wieder vergessen, ich glaube Chefin der Münchner Börse, die sagt, ja, Quote ist eine hässliche Krücke, die nimmt man so lange man sie braucht und dann schmeißt man sie weg. Ich bin total happy damit, in ein Quotengesetz reinzuschreiben, dieses Gesetz hat so lange Wirkung, bis irgendwie 80% der großen Unternehmen oder der Parteien oder wie auch immer dieses Verhältnis erreicht haben. Dann komme ich jetzt auch nochmal zu so einem Klassiker irgendwie, der einem in so Argumentationen auch gerne irgendwie begegnet. Das ist, wenn Leute dann anfangen zu argumentieren, ja, aber eine Geschlechterquote irgendwie, also es gibt ja auch noch andere Gruppierungen, die irgendwie diskriminiert sind und da müsste man ja auch eine Quote zum Beispiel für Homosexuelle einführen, man müsste noch eine Quote einführen, die sich irgendwie an Religion orientiert. Lauter so Zeug, das ist ja auch so ein Argument, das irgendwie sehr, sehr häufig kommt. Ich werfe jetzt einfach auch nur so einen Ball hin. Ich freue mich einerseits total, dass ihr alle sagt, es sind so Argumente, die immer kommen. Frage mich aber, ob das so ein bisschen ist, eine Freundin von mir hat neulich ihre Pille vergessen, was soll sie machen? Also, ja, ich gehe trotzdem einfach mal fürs Argument ein. Ja, hier, wieder genau dieser Punkt von Abwägung, Kosten, Nutzen. Wie groß soll der Eingriff sein? Mit welchem Verhältnis zur Wirkung? In unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass Geschlecht ein Kriterium ist, das wir meistens nicht erfragen müssen, sondern das in den allermeisten Fällen, leider kann man sich fragen, offensichtlich ist und der aber auch von den meisten Menschen bewusst als solches auch ja, offensichtlich gemacht wird. Also die allermeisten Menschen wollen als Frauen oder Männer wahrgenommen werden. Von daher ist es ein Kriterium, für das ich nicht nachfragen muss, wie zum Beispiel sexuelle Identität. Migration ist ein Punkt, ja. Ist auch ganz wichtig, gibt auch ähnlich wie bisherige Diversity-Regelungen schon so, es wäre doch schön, Vorgaben im Corporate Governance Codex zum Beispiel, weshalb ich sage, ich bin für eine Geschlechterquote und nicht unbedingt für weitere Quotierungsregelungen, ist, dass ich eine ganz große Überzeugung habe, nämlich, dass dieses Aufbrechen dieser homosozialen Strukturen, das nochmal zu wiederholen, dieser Betondecken, einfach so, ich glaube, wenn die einmal aufgebrochen sind, wenn einmal dieses einheitliche, starre Denken ein bisschen aufgeweicht wird, dass es dann für alle anderen Gruppen einfacher wird, sich daran zu beteiligen. Aber das ist sicher auch was, was man diskutieren kann und zum Beispiel eine Migranten- oder schlichtweg eine nicht-deutschen Quote wäre bestimmt auch spannend. Ist aber kein Anti-Quoten-Argument zu sagen, das muss dann für andere kommen. Also könnte man auch einfach in Kräften nehmen und sagt, ja, können wir machen. So ein Beispiel aus meinem Unternehmen, also es ist ein relativ großer Maschinenbauer, so klassisch technisch geprägt. Da wird der, also Fragen nach Frauen, also das sind nicht unbedingt Quoten, aber so
überhaupt die Anwesenheit von Frauen in mittleren und höheren Managementpositionen gerne damit beantwortet, dass den technischen, klassischen Ingenieurbereichen es ja kaum welche gibt und man deswegen ja auch nicht danach suchen brauchte. Das wäre viel zu aufwendig und wenig erfolgversprechend. Ja, ich muss gestehen, ich war gestern ein bisschen müde und habe nicht mehr ganz so viele gegoogelt. Wo sind sie denn? Da. Ist halt auch ein bisschen fadenscheiniges Argument. Also du hast es vorhin schon gesagt, das ist dann irgendwie auch eine Frage unseres Bildungssystems, aber selbst da. Also ja, in den Ingenieurs- und technischen Bereichen gibt es deutlich weniger Absolventinnen, die würden aber immer noch mehr als reichen, um diese Stellen zu besetzen, wenn man dann wollte. Und dann ist einfach auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich anguckt, wer, also wenn ich mir tatsächlich die Bereiche für die Quoten gelten würden, vorstehend aussichtsreich angucke, selbst in den technischen Unternehmen sind die lange nicht alle Ingenieure oder Physiker oder weiß ich nicht, sondern die allermeisten Forscher und Aufsichtsräte, egal in welchen Unternehmen, nicht nur Deutschland, weltweit oder Industrieländer, sind Juristen, BWLer, vielleicht noch Volkswirte. Also hier so einmal kurz als Beispiel ThyssenKrupp, das kann man mit anderen nachvollziehen. Ja, ich finde, wir machen es uns gerade so ein bisschen bequem, weil wir reden über Aufsichtsratsquoten, aber ich finde, eigentlich sollten wir reden über Quoten in der Piratenpartei. Also, und da kommen genau diese ganzen Punkte wieder, so, ja, das muss ja irgendwie wachsen und wir müssen erstmal die Gründe analysieren und statt halt irgendwie zu sagen, so scheiß auf die Gründe, wir machen das jetzt einfach. Gleichzeitig, ich habe zum Beispiel probiert bei der Listenaufstellung, jetzt für die Bundestagswahl habe ich Frauen angesprochen, die ich für kompetent halte. Eine davon hat dann auch kandidiert und sie wurde halt nicht gewählt. Das ist dann auch so ein Problem. In Berlin hat das offenbar sehr viel besser geklappt und ich frage mich, warum ist das so? Wie habt ihr das in Berlin gemacht? Weil Promi-Piraten sich geäußert haben, dass sie Frauen wählen würden und die anderen dann den Vorbildern gefolgt sind? Oder warum hat das da funktioniert und warum funktioniert das in Hessen nicht? War eine rhetorische Frage. Ja, also das waren jetzt, waren jetzt mehrere Fragen. Erstens, warum spreche ich jetzt vorwiegend über Forschung und Aufsichtsräte? Weil das halt gerade die politische, gesellschaftliche Diskussion ist. Und das geht da ganz konkret um dieses Gesetzesvorhaben auf Bundesebene, auf EU-Ebene. Und wenn ich halt irgendwie in den Wahlomaten sehe, Piraten sind gegen eine Quote, weil sie auch anders diskriminiert und weil es den kulturellen Wandel übersieht, dann blutet mir halt das Herz, weil es sind wirklich die naivsten Argumente, die man bringen kann und vor allem auch die unbelegtesten und die ja, inkonsequentesten. Deswegen halte ich da nochmal meinen Finger in die Wunde. Und ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass wenn wir dann irgendwann die Position beziehen sollten, dass wir für eine Quote in Unternehmen sind, dass wir dann sehen, dass es nicht konsequent wäre, das für uns selber weiterhin zu vernachlässigen. Von daher habe ich da natürlich schon so eine keine hidden, sehr obvious Agenda. Muss mich irgendwie auf irgendwas fokussieren. Und das ist Quote in der Wirtschaft, ist halt das, womit ich mich noch besser auskenne als Quoten irgendwo anders. Ich gebe dir recht, ich bin absolut dafür und ich kann ja mal hier sagen, ich werde auf den nächsten Parteitag einen Antrag stellen. Ihr könnt euch gerne alle diesem Antrag anschließen. Warum das in Berlin besser klappt, ich glaube, man sollte auch da einen positiven Einzelfall auch nicht zu sehr versuchen zu verallgemeinern. Ja, da sind viel zu viele Faktoren, die eben nicht wirklich vergleichbar sind und es kann auch auf ganz blöd irgendwie Zufall gewesen sein oder was auch immer. Okay. Wir sind fast am Zeitende, oder? Ich würde gerne noch auf einen... Was? Nee. Ich habe noch einen schönen, Laura, du kannst mich nicht abwürgen. Nee, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will nur ein wichtiges nachher noch bringen, aber du darfst auch gern zuerst. Wir können uns auch noch eine Runde streiten. Ich habe noch, eigentlich sind es zwei schöne. Das eine ist, ich bin gegen eine Quote, weil irgendwie ich habe es ja auch so geschafft und die anderen Mädels strengen sich nur nicht ordentlich genug an.
Die andere ist, so eine Quote nützt ja nichts, weil auf diese Positionen, also in diesen Positionen, Aufsichtsräte und so weiter, kannst du ja sowieso nur als Frau überleben, wenn du der total, die total harte Hündin bist und damit auch einen anderen sozialen Kontext hast als die übliche Familienmutti. Das heißt, das ändert an diesem Familienkonstrukt ja überhaupt nichts. Ja, ich habe irgendwo, das ist, also gerade das Letztere ist ja dieses Argument aus dem Game-Changer-Antrag aus Bayern, mit dem Bayern eine Quote abgelehnt hat. Warum finde ich die nicht da? Also die Stichpunkte sind jetzt, danke, nicht sonderlich ausführlich. Erstmal dieses, das aus dem Game Changer, also aus dem bayerischen Antrag, dass die bayerischen Piraten gegen eine Quote sind, weil es eben nur dazu führen würde, dass Frauen, die sich männlich verhalten oder den männlichen Verhaltensweisen anpassen, erfolgreich sind. Das ist eine Hypothese. Das ist nirgends belegt, gezeigt, was auch immer. Und selbst wenn die stimmen will, selbst wenn es so wäre, es ist und bleibt trotzdem irgendwie eine Frau, wie auch immer man das definieren mag. Sie bricht diese einheitlichen Monostrukturen auf und verändert damit so ein Gremium schon mal. Dass man sich irgendwie anpasst, klar, ich werde auch irgendwie ein bisschen, passe ich mich den Piraten an, wenn ich dieser Partei beitrete und von vielen Piraten umgeben bin. Man braucht nicht glauben, dass ein Individuum vollkommen unabhängig von seinem Umfeld ist. Genau, ja, und einfach da ganz banal zu sagen, die müssen sich ja dann, es schaffen nur die, die sich anpassen, ist halt kein ausreichendes Argument, um zu sagen, dann machen wir es gar nicht, weil es gibt halt keine Alternative. Es gibt keine einzige empirisch belegte Alternative zur Quote, um schnell und verbindlich eine größere Diversität in Gremien herzustellen. Und das erste Argument, ich habe es ja auch geschafft. Ist halt ja wieder Verallgemeinerung von Einzelfällen, die meistens nicht valide ist. Wenn man kann es sehr schön widerlegen an diesem Focus-Cover, das es vor ein paar Monaten gab, auf dem halt irgendwie zu 90% Erbinnen von Familienunternehmen waren oder irgendwie Millionärstöchter oder Schauspielerinnen. Ja, ich habe es ja auch geschafft, Sportlerin. Ja, das ist halt, das ist absurd. Und außerdem ist es so ein, es ist ja total super und es ist ja total gut, wenn es Leute gibt, die es auch heute schon schaffen, das ist wahnsinnig wichtig, sonst hätten wir überhaupt keine Vorbilder. Aber es wäre genauso, wenn ich sage, ist mir doch wurscht, ob wir irgendwas dafür tun, dass Hauptschulen durchlässiger werden in andere Bildungssysteme, weil ich war ja auch mal auf der Hauptschule und ich habe es ja auch geschafft. Also das ist halt kein Argument. Oder ich habe auch mal Hartz IV irgendwie bezogen und jetzt habe ich einen super Job, deswegen ist mir egal, wie es allen anderen Hartz IV-Lern geht. Es ist halt in einer politischen, einer sozialen Debatte sind positive Einzelfälle kein Argument für die Allgemeinheit. Okay, ich wollte nur ganz kurz zu diesem Thema, ich will keine Quotenfrau was sagen, weil ich war jetzt 3 Jahre lang im Bundesvorstand der Jungen Piraten. Ich wurde das 3. Mal wiedergewählt und das Erste, was mir entgegenkam, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Quotenfrau. Wir haben keine Quote, es ist nicht so, als hätten wir es nicht versucht, eine Quote einzuführen, aber wir haben keine Quote und wenn ich mir denke, das ist das Erste, was mir an den Kopf geworfen wird, ja, was macht es dann einen Unterschied, dann kann ich auch gerne eine Quotenfrau sein, warum sollten wir keine Quote einführen? Also ich habe den Menschen übrigens nicht körperlich wehgetan, aber das Verlangen bestand schon. So vor allem so nach dem 3. Mal, so ja, vielleicht habe ich einfach Kompetenzen, aber gut, lassen wir das. Ja, es ist halt, gut, dann bin ich halt eine Quotenfrau, so. Das ist, ja, genau. Das ist einfach kein valides Argument und deswegen am liebsten sich dieses Label dick und fett schon vorher auf die Stirn nageln, dann kann da noch nicht mehr viel. Ja, ich wollte eigentlich auch noch was zu dem Quotenfrau-Argument sagen, weil da natürlich auch einfach eine Abwertung automatisch drin steckt. Weil selbst, also grundsätzlich aufgrund von nachvollziehbaren Kriterien etwas zu bekommen, selbst wenn es jetzt nicht die besten Kriterien sind, wie halt Geschlecht, ist erstmal besser als Blackbox-Buddy-Liste, wo man nicht genau weiß, hat der jetzt den Job bekommen, weil die zusammen im Puff waren? Oder hat er den Job bekommen, weil er irgendwie sich selber in ihm wieder sieht oder wie auch immer? Also es ist erstmal, und die Abwertung da drin steckt natürlich zu sagen, das ist, dass die Frau nichts kann, was, und dass sie nicht fähig ist und dass sie eigentlich überhaupt nicht begabt ist, das zu können. Und das ist ein Meme,
ein uraltes Meme, was da einfach ganz billig reproduziert wird. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch, und ich weiß, dass ich Quotenfrau bin, ganz, ganz oft bei Podien und so weiter. Und da bin ich mittlerweile, ich habe schon überlegt, ob ich den Quotenfrau-Bonus extra Zuschlag fordern soll für die nächsten Male. Sehr gut. So, wir haben leider nur noch Zeit für einen. Und es gibt ein ganz wichtiges Argument, das ich euch noch mitgeben möchte, weil es sehr oft kommt und sehr vermeintlich wissenschaftlich ist. Also ich habe dieses Argument noch nie gehört, ich habe es mir gerade ausgedacht. Challenge accepted. Wer für Quotenregelung in Unternehmen ist, hilft dem Kapitalismus. Yes. Kann ich ein anderes, genauso schwachsinniges Gegenargument dagegen halten? Hat, würde ich sagen, mindestens. Gut, also wir haben jetzt erfolgreich den Bogen zum Antikapitalismus geschlagen. Du hast noch die Chance. Ich wollte noch auf ein Abschlussstatement. Ja, vor einem Abschlussstatement wollte ich gerne noch auf ein, weil ich möchte euch ja wie gesagt bewaffnen für zukünftige Diskussionen. Es gibt eine Studie, ich weiß nicht, wer die kennt und gehört hat, die wird ganz, ganz viel auf Männerrechtsseiten zitiert. Es gibt eine Studie von der University of Michigan, wenn ich richtig bin, nee, Missouri, die sich Norwegen angeguckt hat und gesagt hat, da kann man ganz eindeutig sehen, die Unternehmen, die die Frauenquote umsetzen mussten, haben an Wert verloren und mussten größere Akquisitionen eingehen, haben schlechter besetztere Boards. Diese Studie ist, auf den ersten Blick ist die, wie gesagt, sehr wissenschaftlich. Die wurde in einem super Journal publiziert, die ist irgendwie 70 Seiten lang. Diese Studie ist auch echt nicht schlecht wissenschaftlich. Allerdings hat diese Studie eine ganz klare Agenda. Das ist sehr offensichtlich, wenn man die liest, die ist einfach Antiquote. Also das ist Quote des Kommunismus, ist so ein bisschen, was bei denen dahinter steckt, weniger Kapitalismus. Man kann diese Studie sehr einfach als Argument, als Gegenargument falsifizieren, wenn man sich da ein bisschen die Details anguckt. Ich habe einmal ein Zitat rausgepackt. Our results suggest that though these rules are effective at creating gender diversity, there's a substantial cost to shareholders if the new female directors lack the experience. Ja, also, really Sherlock. Wenn ich irgendwie unerfahrene Menschen einstelle, dann sind die weniger erfahren als die anderen. Ach. Und dann haben sie sich eine Kennzahl angeguckt, Markt-Buchwert-Verhältnis heißt es im Deutschen. Ich habe die hier mal rausgezogen und die sagen halt, die sinkt im Zeitraum der Quote. Man sieht da, wenn man sich die Zahlen über längere Zeitraum anguckt, dass es einfach eine Zahl ist, ein Indikator, der sehr volatil ist, also der extrem schwankt. Und wenn ich mir den dann über einen Zeitraum von 6 Jahren, in den irgendwie zufällig auch noch so eine Finanzkrise reingefallen ist, die ja gerade börsennotierte Unternehmen extrem betrifft, angucke, dann wird der Aussagegehalt, den die da eben bringen, schon sehr, sehr, sehr klein. Was in dieser Studie auch drin steht, ist, dass ganz viele Unternehmen eben ihre Rechtsform geändert haben, von Aktienunternehmen zu einem privat gehaltenen Unternehmen. Das stimmt. Allerdings ist parallel zu diesem Quotengesetz in Norwegen ein anderes Gesetz in Kraft getreten, das eben die Anforderungen an börsennotierte Unternehmen deutlich vergrößert hat, die also durchaus auch auf diesen Rückgang der Unternehmensform eingewirkt hat. Falls euch diese Studie nochmal irgendwo begegnen sollte und falls es heißt, in Norwegen sind die Unternehmen deswegen ärmer geworden. Ansonsten, ich fand die Diskussion total schön und habe mich gefreut und vielleicht haben ein paar stille Zuhörer irgendwie was mitgenommen und vielleicht ja auch ihre eigene Meinung noch mal ein bisschen reflektieren können. Ich dachte eigentlich, dass mehr wirklich überzeugte Quotengegner kommen, aber so soll es mir auch sehr, sehr recht sein. Wir sind auf Twitter. Oh, yay. Ich hoffe, ich habe die alle. Ja, nee. Wir machen einfach, vor der nächsten Open Mind haben wir auf diesem Parteitag in Bremen, ich habe große Hoffnung in Bremen, hoffentlich die Quote einfach schon beschlossen. Für den Stream, die Frage war, kandidiert Schwarzborn für den Bundesvorstand? Also ich glaube, wir haben schon lange überzogen und wir müssen jetzt den Saal räumen. Ja, vielen Dank, Schwarzblond. Und um 11:30 Uhr geht's weiter.